Steelwool hat gestern ein komplett neues Five Nights at Freddy's Spiel angekündigt. Und den Trailer dazu schauen wir uns heute an. Und wenn euch auch FNAF gefällt, gerne Kanal abonnieren und Video teilen. Und das Spiel heißt Secret of the Mimic. Und bevor wir den Trailer anschauen, im Interview von Scott hat er ja auch gemeint, es ist nicht das letzte Mal, dass wir The Mimic gesehen haben. Und jetzt kommt Steelwool daher mit einem Mimic Game. Okay, schauen wir uns an. Glotzen wir das Ganze uns an. Oh, ist es Puppet-Musik? Oh. Puppet-Musik? Alter! Oh, das sieht geil aus. Five Nights at Freddy's. Secret of the Mimic. 2025. So, ich habe jetzt mal kurz nur den Ton ausgemacht. Also wir haben hier... Es sieht halt so... Ich Puppet ähnlich aus. Mit der Musikbox. Ich bin mal gespannt, wie das allgemein wird, auch vom Gameplay her. Ja, Secret of the Mimic habe ich... Lass mal das so ein bisschen so durchcyclen hier durch die Frames. Warte mal, da ist... Seht ihr das? Macht, da hat es kurz wusch gemacht. Warte mal, da hat es wusch gemacht. Lass mal so ein bisschen so durch... Was habe ich hier gesehen? Warte mal. Wie kann... Oh Gott, wie kann ich hier Frame by Frame machen? Nein, ich will nicht 5 Sekunden. Nein, Frame by Frame. Ich wusste mal, wie das ging. Da war was. Lass mich... Alt, warte... 1979, okay, wir haben auf jeden Fall das Jahr, in dem das Spiel spielt, Secret of the Mimic 1979, das heißt, vor FNAF 4 definitiv, vor FNAF 2 definitiv, Gott, ich hoffe, ich bringe die Timelines jetzt nicht durcheinander, FNAF 2, was war es, 1987, war es dann 1993 FNAF 1, Ich hoffe, ich bringe die Timelines gerade nicht durcheinander. War mal Fredbear's Family Diner? Das war doch die... War das Anfang der 80er? Ist das nicht sogar bevor Afton das Ganze gemacht hat? Aber vielleicht hat er da auch schon so seine Finger im Spiel gehabt, so 79. Gab doch irgendwas, was ich mal so mitgekriegt habe, FNAF Carnival? Weißt du, könnte so in die Richtung gehen, so auf jeden Fall, wie das Design ist. Und vor allem halt auch, wie die Musikbox aussieht. Ah, komm. Machen wir nur kurz zum, weil das ist auf jeden Fall die Puppet-Musik. Das ist doch, ja, das ist die Puppet-Musik. Das ist die Puppet-Musik. Aber wenn es 1979 spielt, da hat doch Fredbear's Family Diner noch gar nicht offen gehabt. Wie gesagt, wenn ich die Timelines nicht durcheinander bringe, man kann mich gern korrigieren. Es gibt ja 5 Milliarden mögliche Timelines und Theorien und whatever. Aber Fredbear's Family Diner war doch 80er. Das war doch nicht Ende der 70er, oder? Also wäre es Ende der 70er, dann... ja, dann wäre es zurzeit so Fredbear's Family Diner, aber das war doch 80er. Ich habe die Timelines null im Kopf. Ich habe sämtliche Theorien null im Kopf. Ganz ehrlich, ich hab jetzt nur den Teaser-Trailer gesehen, aber ich habe da nichts mehr im Kopf von den ganzen Theorien. Ungefähr die Jahre von manchen Spielen habe ich noch im Kopf, aber pass auf... Rune? Beim Mimic? Da gab's doch den Raum mit solchen Suits. Sieht man das dann noch? In Secret of the Mimic? Dass vielleicht die damals halt genutzt wurden und das halt irgendwie nur verstaut wurde, dass irgendwie keiner mehr drankommt oder so, dass man vielleicht auch nicht mal daran erinnert wird. Keine Ahnung. Es wird, denke ich mal, definitiv vom Gameplay, was heißt definitiv, was ich denke, dass es vom Gameplay so wie Security Breach / Rune wird, was ich schon glaube, dass es so in die Richtung geht, also nicht mehr klassisch, so wie FNAF 1, 2, 3, 4. Ich glaube auch nicht, dass es so wird wie Sys Location, weil das war damals anders. Es war erfrischend. Nicht wieder die gleiche Formel jedes einzelne Spiel, sondern halt bewegst dich durch Räume, hast dies und das, was du machen musst, verschiedene Aufgaben, nicht wie halt in den ersten 4 Teilen, basically
überleben in einem Raum. Ja, Pizzeria Simulator war im Prinzip, vom Grundkern aus das gleiche, du warst auch nur in einem Raum. Aber wie gesagt, also, ich habe Teil meines Theorien gar nicht mehr im Kopf. Aber, bin mal gespannt. Oder es wird vielleicht ein bisschen Origin von Puppet vielleicht ein bisschen mehr dargestellt? Wobei, wann war das mit Puppet? Das war auch 80er. Ich hatte mal kurz nach so Timelines geguckt. Ich weiß nicht, wie akkurat das ist, aber das mit Emily, also die dann Puppet wurde, das war 85. Ich weiß nicht, wie akkurat das ist. Ich habe es nur auf die Schnelle mal nach einer Timeline gesucht. Das wäre halt später, als wie das Spiel spielt. Und das ist ein Prequel. Das habe ich das überhaupt in dem ganzen Video bisher gesagt? Nee, ich glaube nicht. Es ist ein Prequel. Vielleicht, wie langsam alles nach und nach wurde. Also die Anfänge vielleicht auch von Afton. Weil laut einer Timeline war 80 bis 82 Fredbear's Family Diner. Laut einer Timeline. Wie gesagt, es gibt 5 Milliarden Timelines und ich habe mich halt da nicht mehr so ganz durchgelesen. Das wäre dann kurz vor der Eröffnung von Fredbear's Family Diner. Wenn die Timeline stimmt. Das wäre kurz davor, weil das spielt 1979. Weißt du, vielleicht ist es auch so ein bisschen, ja, mit Jahrmarkt und so. Vielleicht ist es auch so ein Prototyp-Design von N-Art. Ich weiß nicht. Oder ich denke gerade zu viel gerade in die Materie rein. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Design. Und sonst, ja, man sieht halt leider, man kann halt also nicht so viel deuten, weißt. Man muss halt warten, bis halt so der Trailer kommt. So der Gameplay-Trailer. Vielleicht ist das auch so ein Raum halt in dem Spiel. Weil das Bodenmuster, das sieht schon ein bisschen älter aus. Das, und vor allem mit der Kiste zusammen. Ja, 1979. Das können vielleicht ist es tatsächlich, dass so die Anfänge zeigt, dass Afton da schon so ein bisschen rum experimentiert hat mit Animatronics. Wie gesagt, ich habe die Timelines, das habe ich bestimmt schon tausendmal gesagt, nicht wirklich mehr angeschaut. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Secret of the Mimic wird. Ich werde es mir nächstes Jahr auch anschauen. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.